Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Ich hab mal ganz frecherweise den Helfer schon mal gesagt, wo er sich hier zu bewegen hat. Dann sind wir nämlich mit dem Feldwalzen relativ zügig fertig. Das Feld da drüben ist soweit durch, da kann der Striegel drauf. Da hinten ist noch alles in der Mache. Das Ding ist, haben wir überhaupt einen Traktor für den Striegel? So richtig nicht. Okay, pass auf. Bevor ich mir hier ständig selber das Ding anschaue, wir rufen den jetzt, ne, 313 PS, Reifenhersteller war ich, warte mal. BKT sehr zufrieden eigentlich. Michelin, warte mal, Conti. Ah, Conti hat ja keine Doppelbereifung. So, das kostet 260.000, das Gerät. Brauchen wir dafür ein vernünftiges Frontgewicht? Weil wir haben keinen so richtig, ne? Oh, warte mal, den würden wir uns liefern lassen. Ist eigentlich nicht schlimm. Ha! Siehst du wohl, da war nämlich noch von dem Hühnerfutter der Trigger aktiv. Frontgewichte, kräftiert. Ne, so ein ordentlich vernünftig wollen wir haben. Was sind das hier? 2,5 Tonnen. 3 Tonnen. Was haben wir noch? Haben wir noch was Cooles? Warte mal, was sind das hier? 2 Tonnen. Valtra, John Deere, Case, Klaas, Fendt. Schade. New Holland wäre halt cool, haben wir leider nicht. Dann ist es das hier für 2,5 Tonnen. So, wir haben einen neuen Trecker. Da steht er nicht. Warte mal, da ist er. Tada! Der neue. Ich bin mal gespannt. So, er darf gleich striegeln. Er hat nämlich hoffentlich sehr wenig Bodenverdichtung durch die viele Auflagefläche von der ganzen Reifengeschichte hier. Na, da macht er die frische Saat nicht allzu doll kaputt, weil ihr walzt es halt auch schon. Pflegebereifung wäre halt besser, haben wir nicht, also muss er das irgendwie regeln. Wir haben einen neuen Trecker, Leute, geil. Mal wieder mal, was Neues. So, das Ding hinten ran und dann kann der schon mal loslegen. Oh, im 17er habe ich die Dinger gefeiert. Habe ich ganz viel damit gemacht. Und auch genauso, zwillingsbereift, wunderschön. Das sind richtig dicke Dinger. Und wir haben gerade richtig Kohle dafür ausgegeben. Das ist eigentlich nicht so cool. Ach, aber ja, was willst du machen? Ich weiß ja nicht, braucht der Striegel Vollwände? Ich hoffe nicht. Wollen wir ihm ins geben? Ja, sicher, sicher, oder? Wir hätten doch mit diesem Bandlaufwerk New Holland machen können, aber haben wir nicht. So, Abfahrt. Ach komm, der kriegt eine Vollwende und dann wissen wir auf jeden Fall, hier kann gar nichts schief gehen. Der ist ja voll cool, Mann. So. Guck mal, der zieht doch ordentlich durch. Sehr, sehr schön. Und Arbeitsbreitentechnik. Alter, 32 Buletten? Das ist ein bisschen schnell, oder? Ah, wobei, wir wollen ja auch fertig werden. Also eigentlich ist es okay. So. Und Abmarsch. Ey, ich habe gestern von Gönnergy diese Cheesecake Raspberry getrunken. Gestern. Ich habe davon heute ab und zu immer noch den Geschmack im Mund oder den Geruch in der Nase. Es ist unfassbar. Es ist mega lecker, das Zeug, ne? Aber ja, also ich habe ständig den Geruch in der Nase. Aber das heißt ständig, aber ab und an. Und dann ist es aber auch so präsent, wo ich mir so gleich denke, hä, ja, okay, ja, doch, das ist es. Heftig. Ja. Also 2 Eier gekostet, diese Tropical und diese Raspberry Cheesecake. Ja.
Ist zwar ohne Zucker, ist aber mega süß. Aber ist halt Energy, der wirklich lecker ist. Ist auch mit Kohlensäure, ne? Ja, du musst es mögen, aber es, also ich finde es sehr angenehm. Ich finde diese Monster Ultra Reihe auch sehr, sehr lecker. Fast alle davon. Ja. Aber das Gönnergy gibt es leider nicht überall. Sehr schade eigentlich. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist das bei den meisten noch ausverkauft gewesen. Also ich war, wann, also heute haben wir den 22. Das kam auf den Markt am 20. glaube ich. Und ich bin nach Feierabend, nach der Arbeit, bin ich einfach zu Rewe fahren und da stand der komplette Aufsteller voll damit. Und hab mir da von jedem erstmal zwei Dosen mitgenommen, von allen drei Geschmacksrichtungen. Und wie gesagt, heute ist der 22. Am 20. hatte ich Tropical, dann gestern das andere Zeug und heute wurde ich die blaue, die sind. Na, Blaubeere, Kokos mal kosten. Ja. Das ist total verrückt. Ich habe es gestern getrunken, habe heute ab und zu noch Geruch und Geschmack davon in der Nase. Oder kommt mir nur so vor, auf jeden Fall. Ja. Habe ich schon gesagt, dass ich den neuen Traktor auch richtig cool finde eigentlich. Gefällt mir. Oh ja. So, und der müsste doch relativ zügig hier durcharbeiten. Oh, das ist sehr gut. Der wird ordentlich nachholen und aufarbeiten hier. Der müsste bald fertig sein, oder? Ja. Das ist eigentlich der letzte Streifen. Ja, geil. Und er hier hat das halbe Feld auch schon bald durch, ne? Ja. Warte mal, er fährt 25. Er nicht. Ist er an seiner Leistungsgrenze? Hoppala. Hallo? Sehr. Wieso fahren die unterschiedliche Geschwindigkeiten? Mir soll an sich eigentlich auch real sein. So, Freunde, ich habe mir überlegt, Feld 28 ist mega teuer. Wenn wir, warte mal, Kartenübersicht, wächst hier irgendwo Mais? Gerade nicht, ist nicht die Saison für Mais, ne? Mais außer nächsten Monat. Ich würde echt gerne Mais häckseln, dass wir das in Silage umwandeln können zum Verkaufen und dass wir an Kohle rankommen. Ich will das Feld refinanziert kriegen, relativ schnell nach dem Kauf. Wenn wir hier die Gerste wegballern, würde ich hier Mais raufhauen, dass wir mit dem Häcksler nochmal so eine Maisschlacht machen. Wäre das okay? Glaube ja, oder? Guck mal hier, letzter Streifen, perfekt. So, halt mal an, mein Freund. Können wir an deine Arbeitsgeschwindigkeit noch irgendwas deichseln? Oder bist du mit deinem Latein am Ende? Wir gucken mal. Nee, mehr geht nicht, ne? Der ist einfach fertig mit der Welt. Und da passiert nicht mehr. Aber okay, komm, er hat den Acker hier erfolgreich beendet, fertig gemacht. Dafür haben wir den New Holland gekauft. Apropos New Holland, Großtraktoren. Jetzt schauen wir endlich mal nach, was ich letztes Mal schon meinte, was wir noch nicht gemacht haben, was wir jetzt aber machen. Und zwar, wir haben mal den Kollegen hier und passend dazu hätte ich gerne den Kollegen in Austausch für den. Ja, wir haben den, ich würde den dafür gerne holen. Motorenvariante 745 Pesen, Reifen müssen wir mal gucken, da wäre ich auch bereit. Ha. Ich würde hier vielleicht auch wieder auf Drillinge gehen, weil es einfach ganz cool ist. Michelin ist sehr weit auseinander geschüsselt. Okay, Mieter sieht bitte nur so, BKT gibt es. So, 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 Redestein. Nicht dreifach, schade. Ja, Radio brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Können wir einbauen. Frontgewicht. Ja. Anhängerkupplung.
Gerne eine 3-Punkt. Ja, aber dann fallen alle Gewichte hinten weg. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich hätte gerne hinten das Gewicht und dann trotzdem mit einer 3-Punkt-Hydraulik. Der kostet 188. Hätte ich ein bisschen Bock drauf. Weil wir könnten dann nämlich... wo ist er? Da, den abgeben. Kriegen wir noch 46 für. Dann wären wir knapp bei 150. Dann hätten wir noch 100.000 über. Ist nicht viel, aber ja. Weiß ich noch nicht. Also das wäre langfristig der Plan. Müssen wir mal schauen. Wir haben den Mais noch zum Verkaufen. Und wie gesagt, dieses Feld da hinten. Das möchte ich haben. Um jeden Preis. So, wollen wir hier dazu arbeiten oder wollen wir die einfach machen lassen, die Jungs? Wir kommen, wir können hier immer hochfahren. Und Abmarsch. So, dann wird hier nochmal mit zugewalzt. Dann ist das auch relativ schnell erledigt, hier das Thema. Dann können wir jetzt ja mal hier zum Pferdestall gehen und da so ein paar Sachen machen. Na, das sieht hier nämlich noch aus wie Kraut und Rüben. Da gehen wir mal in den Baumodus auf Dekoration. Und dann hämmern wir hier erstmal eine schöne Pferdekoppel ran. Ein Tor. Ein großes Tor. Ei. Warte mal. Na komm, ich würde das sehr gerne verbinden hier, koppeltechnisch. So. Wir reißen hier... Nein! Nur den Zaun. Ein großes Tor. Ha, passt fast. Nein! Zaun, so, ja. Großes Tor. So. Und Zaun. Zack. Genau. Schön. Haben wir das schon mal. Dann machen wir hier hinten mal die Koppel noch schön. Bis da. Man kann ja so ein bisschen versuchen, schön zu bauen. Ist auch wieder mega teuer, ne? Die ganze Baugeschichte hier. Ach. Aber hey, was willst du machen? So, warte mal, ihn brauchen wir noch im anderen Winkel. So, jetzt können wir gerade gehen. Hier ist aber ordentlich der Graben am Start, immer noch. Jetzt geht. Ist noch nicht so schön nach vorne, das machen wir nochmal anders. So, müssen wir das hier nochmal etwas beheben, hier die ganze Geschichte. So, genau, haben wir eine schöne, große Pferdekoppel. Würde ich hier die Bäume noch mit einbeziehen, wenn es geht. Bis da. Dann können wir hier langsam hochgehen. Nein, ach verdammt. Manchmal baut er schon echt hässlich. So. Und ja, eigentlich können wir dann hier vorne anknüpfen wieder. Okay, da dürfen wir. Das ist schon mal sehr gut. Bis... Ist das gerade oder nicht? Ich meine, eigentlich ist es ja vollkommen wurscht, aber... Ist ja wirklich wurscht. Bis da. Und dann so und... Ach komm, machen wir zu. Hier vorne liegt dann auch gerne nochmal ein Tor drin. Ei, passt fast. So. Und dann mal ein Stück Zaun. Okay, dann hätten wir die Pferdekoppel schon mal so weit erledigt. Frage, wächst hier was? Wenn ja, warum nicht? Hier ist leider alles ausgegraut. Müssen wir mal beobachten auf Dauer. Wir gucken mal, was die Traktoren für einen Quatsch machen.
Also er zieht hier schon mal eisern durch. Das ist schon mal sehr, sehr wünschenswert. So, was machen die anderen? Er fährt rückwärts. Das ist schon mal... Der andere steht da so dumm rum. Was ist denn? Hallo? Okay, also manchmal sind die Helfer, nennen wir es mal fragwürdig, ja? Ja. So, der Striegel hat den Acker da hinten bald fertig, dann kann er hier gleich weiter zaubern und dann hier hinten rüber. Dann können wir in aller Ruhe den Pferdestall fertig machen. Schon cool. Und das ist so die Frage, jedoch Pferde holen wir erst, wenn wir das Futter dafür haben. Da muss das Feld, wo wir uns hier gerade drauf befinden, erstmal abgedroschen und geerntet werden. Aber das ist doch kein Problem. Wir könnten auch schon Futter nachkaufen, aber Pferde ist halt mehr so Deko. Die haben ja, also die machen ja kein Mist und nichts. Ich weiß ja nicht, gibt es eine Mod, wo Pferde Mist machen? Weil das wäre ein bisschen cool, dann können wir da nämlich Mineraldünger draus herstellen, was für unser Bankkonto wieder ein ordentliches Leckerli wäre. Also von daher. Ja, na mal sehen. So, aber erstmal, ne? Ist alle Zukunftsmusik. Guck mal, er ist hier am Sachen machen. Wunderbar. Auch relativ schnell. Warte mal, der Acker ist ja dann zu 100% fertig, ne? 100, 100. Im Wachstum, perfekt. So. Genau. Ja, den Glas-Traktor hier vorne. Oder wollte ich den bei der Schafe hinstellen und den kleinen blauen New Holland dafür abgeben? Aber wäre eigentlich auch Quatsch. Weil den brauchen wir öfter mal für einen Düngerstreuer hier oder so. Na, mal gucken. Also Traktoren haben wir gerade sehr, sehr viele, merke ich. Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut versorgt. Das Ding ist, ich will eigentlich noch mehr haben. Aber wartet ab. Wartet ab, wenn wir mehr Felder und mehr Gerätschaften haben. Das wird noch interessant. So, er hat die Walze sauber gemacht. Mehr wollte ich gar nicht. Perfekt. Warte mal. Ist der Acker hinten eigentlich geflügt? Ich glaube, da war Mais drauf. Oder? Dann müsste das ja eigentlich geflügt sein. Dann können wir die Walze ja dran lassen. Nach der Aussaat gleich walzen. Weil wir machen ja im nächsten Monat mit den Sojabohnen geradezu auf dem Acker da weiter, da wird noch schön braunes. Das müsste eine Flugtextur sein. Ist ja der Hammer. Okay, dann klappen wir den hier auch mal ein. Der hat schon 20 Stunden auf die Uhr. Die können wir auch überfahren. Dann brauchen wir die noch nicht sauber machen. Das ist ja Quatsch denn. Und wir fahren einfach ganz frech voll über das Feld. Haben wir hier einen Feldweg? Ja. So, dann nehmen wir den. Oh, ich bin gespannt. Und wir bräuchten eigentlich noch... Ah, Mann, verdammt. Ich wollte mir eigentlich... Ach, einen anderen Drescher, aber... Aha, machen wir ihn da. Ich habe mir dann nämlich ein bisschen was angeschaut nochmal, wo ich mich angesprochen hatte, war ich nochmal auf der Mod-Map unterwegs, da wirklich mal die Mod-Vorstellung mache. Habe ich mir da nochmal was angeschaut und zwar wollte ich ja eigentlich einen anderen Dröscher holen, der auch dieses breite Schneidwerk verträgt. Das Ding ist, das passt nicht. Wir brauchen theoretisch andere Schneidwerke. Die sind von der Arbeitsbreite aber nicht so, heißt weniger leistungsstark, ne, von der Flächenernteleistung her. Müssen wir mal gucken. So, dann lassen wir die beiden Onkel hier zusammen stehen, die können warten, bis sie weiterfahren können auf das nächste Feld. Genau, weil den New Holland Dröscher, den wir hier haben, ist okay. Aber passt halt nicht drin. Du bist nur am Abbunkern und der macht halt keine Fläche. Heißt, der macht keine Meter. Bedeutet, dauert ewig. Ja? Deckerett. So, wenn wir jetzt in den Shop gehen.
und uns mal so ein paar Mähdrescher angucken, die in Frage kommen würden. Die da wären, zeige ich euch. Der Förster-Teil wäre cool, weil der hat 25.000, fast 26.000 Liter Füllvolumen. Problem, das Abbunkerrohr ist nicht lang genug. Da können wir mit so einem langen Schneidwerk nicht viel ausrichten. Ist nicht so cool. Dann hätte ich gerne noch den. Hier ist das gleiche Problem. Abbunkerrohr ist zwar ein Ticken länger, aber mit dem großen Schneidwerk hat er auch so seine Probleme. Kaufen würde ich sie am liebsten alle drei zusammen, ne? Also den wir sowieso haben hier, den Lexion und die beiden noch mit dazu, aber guck mal auf den Preis. Der New Holland, der kostet immer 400 Latten. Das ist schon viel Geld und die können wir nicht mit dem großen Schneidwerk betreiben. An sich nicht schlimm, kommt halt ein kleinere dran. Mal gucken. Dann können wir da vielleicht die Arbeitsgeschwindigkeit ein bisschen erhöhen oder was. Müssen wir mal sehen. Aber erstmal wird es auch mit den Beeten funktionieren, die wir hier haben. Ne? Alles nach und nach, Stück für Stück. Nicht alles mit eben mal. Wir schauen mal. Warte mal. Der Pferdestall. Also mit dem Zaun sind wir soweit durch. Das ist sehr schön. Bam, 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 bam. Brauchen wir hier ein paar Bäumchen? Kann ich schaden, oder? Und ich habe schon überlegt, ob wir hier nicht Olivenbäume oder sowas hinstellen. Aber das werden wir dann wahrscheinlich nicht machen. Na, wobei auf so eine Pferdekoppel, da wächst nicht viel, ne? Wenn du viele Pferde hast, dann hast du da nicht viel mit Gras oder so. Was ist denn hier mit so einer Hecke? Können wir die hier noch lang gezaubert? Ja, ist okay. Oh, der Striegel ist fertig. Warte mal, da müssen wir da sofort hin, dass der das nächste Feld macht. In Fahrzeug. Ah, der ist so cool. Ich mag den. Der hat eine richtig geile Optik. Sehr kompakt und bullig und dick und groß und... Ja. Das ist genau mein Gerät. Und blau ist er auch. Ist sehr ungewöhnlich. Bei uns auf Arbeit ist letztes Mal auch in New Holland vorbeifahren. Da dachte ich mir sofort, hä, ist aber selten. Also bei uns nicht so häufig vertreten. Aber es ist ein cooles Ding. So, er kriegt hier seine Feuerwände, dann kann er hier auch seine Bahnen ziehen. Dann hat er da hinten noch das Feld. Und... Ja, dann könnten wir eigentlich vorspulen. Dann gehen wir in den April und können da dann sofort mit der Soja... Zaun! Sofort mit der Sojabohnen-Aussaat weitermachen. Und ich bin ehrlich schon am überlegen, ob wir uns nicht doch Haferinsekten kaufen, dass wir die Pferde erstmal versorgen können, die wir noch gar nicht haben. Aber ich bin halt so ungeduldig. Ich will halt so viel mit eben mal machen. Aber meistens macht mir der Kontostand dann doch einen Strich durch die Rechnung. Zumal wenn wir das Land da hinten kaufen, das wird auch so exorbitant teuer. Na, mal sehen. Wir können jetzt mit dem Windrad volle Kanne in Portemonnaie wirtschaften. Wenn wir vorspulen, können wir wieder Mineraldünger herstellen zum Verkaufen. Wobei, sollten wir vielleicht noch nicht verkaufen, weil die Aussaat wird auch ordentlich fressen. Ich wollte noch einen neuen Düngerstreuer haben. Ach, Leute. Das Geld, was wir nicht haben, was wir aber brauchen. So. Also ich denke mal, der würde hier wirklich bis an den Feldrand ranfahren, problemlos. Aber dann kann ich mir sicher sein, dass er überall alles trifft. Ne? Auch hier von Feldgrenze zu Feldgrenze nach links und rechts. So ein Striegel arbeitet schon sehr, sehr ordentlich. Haben wir auch auf dem kleinen Land. Das ist total geil. Vorne Feldwalze als Frontgerät und in der gleichen Arbeitsbreite hinten dran gleich den Striegel. Kannst du mit einer Fahrt zwei Arbeitsschritte machen. Spart unfassbar viel Zeit und es funktioniert einfach. Habt ihr bestimmt schon gesehen, oder? Arbeitet mega sauber. Ein Bein frei.
Ich glaube, das hatten wir so ja mal anfangs, wo die Feldwalze rauskam. Auf der Elm Creek Map habe ich das mal probiert, Ludwig. Auf der Medvedine Map haben wir das dann auch praktiziert. Und jetzt auf dem kleinen Land, da ist es ja die Krönung. Also für mein eigenes Empfinden eine unfassbar gute Entscheidung, dass wir zwei Arbeitsschritte mit einmal fahren abarbeiten können. Schon cool. So, der macht hier so Sachen. Pferdestall. Wo ist er? Da ist er. Ja, sieht doch halt schon nackig aus. Okay, wir müssen erstmal die Zufahrt hier schaffen. Dafür gehen wir in den Landschaftsbau und malen uns erstmal einen Weg. Mit Dreck. Ein Dreck hin. Das machen wir hier ein bisschen breiter. Wir machen mal auf rund. Ist ein bisschen schöner denn. Bis hier vorne ran. Ist eigentlich an sich okay. Dann hätten wir hier auch eine schöne Wendeschleife für die ganze Düngergeschichte. Machen wir uns jetzt hier mal ein bisschen ausladender. So. Eine direkte Straßenverbindung wäre nicht schlecht, ne? Für alle, die so kommen und gehen. So. Ja, das soll schon sein. Auf jeden Fall Wiese, kein Gras. So. Wir testen das. Ich weiß nicht, ob hier was wächst. Oder ob das wieder weggestampft wird. Dann müssten wir das nochmal ändern. Dann machen wir hier so ein bisschen Modderboden hin. Generell, warte mal, hier wächst Gras, ne? Wir machen da mal Wiese draus. So, hier oben auch noch. Wir machen mal ein bisschen kleiner, dann können wir nämlich schöner dosieren. So. Warte mal, hier haben wir Tore. Würde ich hier gerne noch mal mit einbeziehen, so. Hier hinten am Stall laufen sie auch mal rum, ist ja klar. Ne, hier wächst eh nichts. Haben wir hier auch so weit wie Sand? Na, wir könnten hier mit Waldboden so ein bisschen was machen. Na, mal gucken. So, dann haben wir hier noch eine Hofeinfahrt. Machen wir die ein bisschen breiter. So. Okay. Das Ding ist, stellen wir hier noch was hin. Dekoration. Wir haben bestimmt sehr, sehr viel. Wir können hier so ja, oh, was haben wir denn hier alles? So ein kleines Häuschen, so als Sattelkammer oder so. So, guck mal. Dann geht's weiter. Haben wir hier irgendwelche Deko-Dinger. Warte mal, eine Hollywood-Schaukel. Denk mal, die Mädels, die hier sitzen, die wollen auch gerne einfach mal Päuschen machen. Haben wir so Hürden, wo sie drüber springen können? Das wäre natürlich noch cool. Hier ist ein altes Rad. Kann auf jeden Fall auch nicht schaden. Ich finde die voll schön, die Dinger. So. Na, nee. Ich weiß gar nicht. Waren hier Hindernisse bei? So Pferdesprung-Hindernisse? Parkplätze haben wir auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, so ein Fass fetzt ja. Ne, hier kommen Fahrzeuge. Das war denn schon, ne? Kommen noch ein paar Gebäude? Ne. Okay. Bürosägewerk. Oh Gott.
Dann wartet schon die Wesen, oder? Weil Mike fand hier diese Sitzecke noch ganz schön. Eine Schubkarre zum Ausmisten. Da. War hier nochmal irgendwo eine Schubkarre? Habt ihr da nicht drauf geachtet? Ein Eimer? Ach ja, komm. Ist eigentlich bloß alles Deko-Kappes. Brauchen wir theoretisch nicht, aber. Hier war keine Schubkarre bei, ne? Hier war nur ein Hubwagen. Nee, 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 nee. Gut. Und dann gehen wir noch mal in die Pflanzen und machen jetzt noch ein paar Büsche am Zaun lang, oder? Sieht ja sonst so nackig aus. Oh, die sind so groß. Haben die eine andere Farbe? Oder sind die alle gleich? Nee, die haben eine andere Farbe, okay. Eine Nummer kleiner ist bald besser. Auch hier unter den Bäumen. So. Das macht gleich so viel mehr aus, ne? Rucki-zucki sieht sie wieder cool aus, alles. So. Bäume. Wollen wir noch ein paar Bäume stellen? Was haltet ihr denn von eine Birke, eine große Eiche? So. Ist das schon okay bald? Warte mal. So, warte noch. Fertig. Pferdestall steht. Ganz einfach. So, was macht unser Helfer? Der ist noch am Helfen. Okay, Leute, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Genau. Oder ich lasse den fertig machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir im April sind und da dann mit der Aussaat da hinten weitermachen. Es sei denn, wir haben noch eine Feldmission, die wir erledigen können in der Zeit. Müssen wir mal schauen. Düngen. 44.000, Feld 33. Feld 33. Oh. Ah, nö. Muss nicht sein. So nötig haben wir denn Gott sei Dank doch nicht. Was cool wäre, wäre noch so ein Pferdeanhänger. Aber wir haben noch nie mal Pferde. So. Wir können ja nochmal einen abschweifenden Blick werfen auf unser neues Werk. Ich glaube, der Pferdestall, doch, der ist okay. Da kann ich, doch, ist, ich bin zufrieden. Dann haben wir da hinten die Ecke schön ausgenutzt. Wobei die Pferde werden nicht so weit laufen, aber jetzt haben wir da eine Koppel und dann ist es, ach, guck doch mal, na klar. Ist auf jeden Fall okay. Und wir können jetzt das Tor öffnen. Warte. Vielleicht wäre hier so Maschendraht noch ganz cool, dass man das hier nochmal separiert irgendwie abgrenzen kann. Haben wir hier sowas? Koppelzaun oder sowas? Bestimmt. So einen ganz einfachen. Was ist denn das hier? Ist das Draht? Nee, sowas hier. Ganz was Einfaches. Kann man das hier bauen? Ja. Wobei. Ja, das ist auch cool. Machen wir hier nochmal ein Tor? Oder machen wir hier ein kleines Tor? Ein kleines Tor. So, und Zaun. So. Genau, dann haben wir das nochmal abgegrenzt. Dann können die nämlich hier sitzen. Dann gehen hier die Pferde nicht bei. Musste mal vorsichtig sein. Und ich glaube, das ist okay. Die können hier in den Stall, wenn die Sonne ballert.
Ich glaube, das ist vernünftig. Schön. So, haben wir den Pferdestall auch fertig. Sehr cool. Und Freunde, ich glaube, das war's für heute. Der Helfer machte mir den Striegel fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Renni hauen.